Woran macht man die Gesundheit eines Landes fest, meine Damen und Herren? Woran macht man den Grad der Freiheit fest in einem Land? Indikatoren wie Menge an Gesetze, Kompliziertheit, Kompliziertheit der Gesetze, ähm, die Höhe der Steuern, die Medien und das Waffenrecht. Und anhand all dieser Gradmesser, anhand all dieser Richtungsweise, anhand all dieser Anhand all dieser ähm, Faktoren sind wir hier in Deutschland absolut vor dem Untergang. Absolut vor dem Untergang. Wir sehen gerade, wie halbautomatische Waffen äh, weggenommen werden aus den Händen der gesetzestreuen Bürger, die unglaublich durchgeprüft werden, die bei der geringsten Verfehlung sowieso ihr Waffenrecht verlieren. Wir haben eins der lausigsten Waffenrechte der Welt und es wird schlimmer. Im Bereich Medien, äh, jemand wie äh, Herr Böhmermann sorgt für einen internationalen Zwischenfall. Ein narzisstischer Blödler, der mit allen Mitteln berühmt werden wollte und wird mit Grimmelpreisen überhäuft. Als nächstes verbietet man den Leuten wahrscheinlich noch das Bloggen. Facebook und Co. werden ja auch schon zensiert. Also man darf dann noch Böhmermann-Videos teilen auf Facebook und so weiter und das ist dann deine Meinungsfreiheit. Über Gesetze und kompliziertere Gesetze und Steuern brauche ich Ihnen eh nichts mehr sagen. Wir werden zugemüllt damit. Wir zahlen sehr viel Steuern, aber es das heißt trotzdem, es ist nie Geld in der Kasse da. Deutschland ist pleite. Alle Kommunen, Städte, Bund, alle pleite. Stecken mitten in den Schulden. Und wir sind mitverantwortlich für die Schulden von insgesamt über 450 Millionen Europäern. Und bleiben wir vielleicht mal bei Herrn Böhmermann, okay? Hier mit solchen Videos hier, B-Deutsch, Germans on the Rise, quasi anti-Deutsch. Also da, da kommt sehr viel Hass durch in dem Video. Es ist zwar äh, humorig im Stil von Rammstein. Einige Gags drin, natürlich. Das heißt, so bricht man durch die, um, durch die geistige Verteidigung der Leute. Haha, <laughs> Humor, haha, <laughs> I got you. Ja? Yeah? Und dann ziemlich weit, das also weiter hinten im Video kommt dann der richtige Hass durch. Ja? Also alle unzufriedenen Bürger, die die Schnauze voll haben, da heißt es dann, ihr seid, der, ihr seid quasi der Feind. Ihr seid nicht Deutschland, ihr seid die Vergangenheit. ja. Ihr seid quasi, ja, das ist, das ist die Assoziation immer wieder mit Hitler und Nazis und Hitler und Nazis und Hitler und Nazis. Und dann werden dann Fotos gezeigt von diversen Politikern oder diversen Figuren, dann immer wieder die Assoziation, Nazi, 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 Vergangenheit. Das ist Antifa-Scheiße. Hasserfüllte Antifa-Scheiße. Von einem narzisstischen Blödler, der mit allen Mitteln berühmt werden wollte. Oh, weg von dem ZDF-Nischensender Neo, den sowieso kaum einer schaut. Endlich wollte er jetzt einem großen Sender mit dickem Gehalt. Also, Medienlandschaft in Deutschland, es gibt diese weichgespülten Großmoderatoren, Lanz und so weiter. Dann gibt es so Typen wie Stefan Raab, die halt auf diesen Blödelfaktor setzen und am Anfang waren sie halt so, dass sie dann so Promis, äh, Promis genervt haben. Stefan Raab, so hirnloses, dummes Entertainment. Witzig war der Mann nie wirklich. In den letzten zwei, drei Jahren war dann so schlecht, dass sich andere Comedians über ihn lustig gemacht haben. Selber verstand er überhaupt keinen Humor über sich. Also das war, das war Stefan Raab für Sie, meine Damen und Herren, der dann noch irgendwelche, irgendwelche Politdebatten moderieren durfte. Sein absolutes Grauen. Dann Oliver Pocher, eine der größten Figuren in deutschen Medien. Und dann gab es ein paar Leute, die, die setzten dann zu stark auf Provokation. Also die haben das nicht so gemacht wie Raab oder Pocher, sondern äh, ging dann, schoss dann über das Ziel hinaus wie Nils Ruf. Ruinierten damit ihre Karriere. Es war dann zu, zu, äh, äh, zu kontrovers, zu narzisstisch, ja, zu niederträchtig. Und dann solche Typen wie Böhmermann. Die denken sich dann, okay, wie mache ich Karriere, wie mache ich Kohle, wie mache ich Karriere? Also nicht zu viel politisch, aber auch nicht zu wenig. Von den Amerikanern kopieren, gleichzeitig aber den Deutschen schlechten Humor bedienen. Herausragen, hervorstechen, aber nicht zu viel, weil die Deutschen lieben Mittelmäßigkeit. Also Typen, die in Amerika es nicht mal auf einer Dorfbühne schaffen würden, auf einer Dorf-Comedy-Bühne, die kriegen hier bei uns Grimmepreise und füllen Stadien. Und nun hat Böhmermann unnötige Probleme verursacht mit seinen politischen Witzen, ohne eine Ahnung von Politik oder Geschichte oder Wirtschaft zu haben. Das ist nicht der erste böse Skandal, meine Damen und Herren. Also, hier sehen Sie das hinter mir auf dem Monitor. Also, die Multikulti-Gesellschaft, ja, mit Burka und ha, ha, ha. Nur die Drecksdeutschen, die Spießerdeutschen sind der Feind, alle anderen sind ha 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 und schwenken die Europaflaggen und der eine schwenkt noch eine kleine Deutschlandflagge. Man hat ja eine Ahnung, wer diese Europäische Union geschaffen hat, was diese Leute sind, welche Leute diese Europäische Union gebaut haben und was die mit Hitler zu tun haben? Böhmermann geht es um sich selbst. In Griechenland kollabierte eine Gesellschaft. Sie kollabiert immer noch weiter. Hunderttausende sind vor Verhungern. Kinder werden weggegeben in Heime. Das ist wie im Krieg. Varoufakis und seine Syriza-Partner sind Kommunisten, die sich auch mit den Großbanken arrangieren. Jemand wie Varoufakis hat eine doppelte Staatsbürgerschaft, kann immer türmen. Und dann fand man dieses Video. Mit dem Stinkefinger, wo dann Varoufakis gemeint hat, vor einer, das war vor seiner Amtszeit, vor einer Gruppe radikaler Kommunisten, man meinte ja, ja, wir hätten Bankrott erklären sollen, 2000, sonst waren 10 und so. Und dann hätten die Deutschen schauen können, wo sie bleiben. Aha. Interessant zu wissen, und Stinkefinger oder nicht, der Mann ist gefährlich. Und es geht hier um sehr viel Geld. Griechisches Geld, deutsches Geld. Und wir müssen sehr behutsam und sehr clever auseinanderziehen, was was ist, wem man trauen kann und wie man das Problem löst. Ohne noch mehr Leute ins Elend zu reißen. Also, ganz wichtig, in einer solchen angespannten Situation wie der Eurokrise war es unglaublich wichtig herauszufinden, was die Fakten sind. Hat er diese Geste gemacht oder nicht? Was ist von dem Mann insgesamt zu halten? Was... War sein bisheriges Verhalten? Was kann man auf sein künftiges Verhalten schließen? Lässt er uns Deutsche im Stich? Das ganze Geld dann abgeschrieben? Bringt das dann alles ins Wanken? Wird das für viele Leute lebensgefährlich? Also anscheinend, laut den Veranstaltern dieser, dieses Ereignisses, wo dieser Stinkefinger anscheinend passiert ist, äh, sei das so passiert. Und, ähm, und dann hieß es: Nein, jemand hat das Video manipuliert. Und es gibt eine Version, das hat man ja auch im Fernsehen gesehen: es gibt eine Version, eine Version von dem Video, die äh, hat äh, nicht den Stinkefinger. Und solche Manipula technischen Manipulationen an Bildmaterial sind nicht schwierig. Das ist überhaupt nicht schwierig. Hollywood macht das seit eh und je. Also die meisten Special Effects fallen den Leuten gar nicht auf. Zum Beispiel in der neuen, neueren Version von E.T. der Außerirdische wurden dann die Pistolen von den Polizisten ersetzt durch Funkgeräte. Das ist auch eine subtile Manipulation, die einem nicht wirklich auffällt. Also natürlich kann jemand den Stinkefinger wegmachen. In dem Video. Oder einen hinmachen, wenn vorher keiner da war. Also das war beim 2013 das Subversive Festival in Zagreb. Der Mann ist Teil von Syriza, einem Bündnis radikaler Kommunisten. Ähm also das Publikum waren radikale, kroatische radikale Linke. Und äh, die Leute von diesem Festival sagten hinterher, ja, das, der hat diesen Stinkefinger so gemacht, das ist so. Und die argumentiert dann noch, ja, das ist auch gerechtfertigt, dass er den Stinkefinger gemacht hat, weil die Deutschen einfach nicht noch mehr Kredite rausrücken möchten, die eh nicht zurückgezahlt werden. Diese Scheiß Deutschen geben nicht noch mehr Geld, dass sie nie zurücksehen. Was für Arschlöcher! Und das war natürlich dann, ja, peinlich für die Linke generell, weil die Linke hat ja gesagt, Varoufakis ist unser Held, er ist der Held und Syriza sind die Helden gegen die Banken und so weiter. In Wirklichkeit hat äh, Varoufakis interessante Connections, das finden Sie auch auf recenter.com. Und der hat doppelte Staatsbürgerschaft, der kann sich verpissen, er hat die genug Kohle. Das ist nicht sein Problem. Ähm Ja und dann, wie gesagt, es war peinlich für die Linke. Oh nein, jemand hat dieses Video gefunden. Warum macht einen Stinkefinger? Oh nein, 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 nein. Das gibt ja den ganzen Nationaldeutschen oder generell den Deutschen gibt das ja jetzt wieder. Gibt das jetzt wieder Munition? So was Dummes auch. Was machen wir da? Und Böhmermann betrieb übelste Verwirrung, Desinformation, widersprüchliche Aussagen und Täuschungsmanöver. Er agierte wie ein feindlicher Funker, der unsinnige Funksprüche absetzt, um zu verwirren. Böhmermann behauptete, er und seine Leute hätten das Video fälschen lassen. Man zeigte dann Leute voll Computer mit Spezialeffekten, wie man das machen kann und so. Und dann ganz Deutschland, vor allem die Linke. Oh, oh, uh, wie clever. Oh, mein Gott, Böhmermann und seine Leute, die haben da... Die haben dann einen Stinkefinger hingemacht und alle anderen hielten es für echt. Uh. Und dann drosch man halt ein auf die Bild und auf äh, große bekannte Moderatoren wie Günter Jauch. Und auch wie genial von Böhmermann. Und auf einmal behauptet behauptete dann das ZDF: Nein, Böhmermann hat nicht das Video manipulieren lassen. Das ist nur Satire. Das ist völlig bedeutungslos. und böhmermann lästete dann noch bei der gelegenheit über die deutschen spießbürger die nach dem tatort glotzen sich dann aufregen über Varoufakis, den ausländer der unser geld will und diese deutschen spießer also und dann bringt er auch wieder gleich hitler also ohne hitler geht bei ihm nicht ähm, hieß es dann auch in diesem in diesem dämlichen video ja, wir, wir, Deutsche, äh, wir Deutschen haben, wir haben zweimal Europa überfallen äh, und dann regen wir uns jetzt auf, wenn uns mal jemand einen Stinkefinger zeigt. Es ging hier nicht um die deutschen, deutschen Befindlichkeiten. Es ging um jede Menge Geld, es ging um Leben und Tod, es ging um die Stabilität der Eurozone, also des gesamten europäischen Raumes. Es ging um Default von großen Geldinstituten und von absolutem Bankrott. Und von einem Crash, der, der Hunderttausende, wenn ich Millionen Menschen das Leben kosten konnte. Die Gefahr ist übrigens immer noch da. Aber er blödelt gegen die deutschen Spießer, die Tatort gucken. Ja, diese deutschen Spießer haben was Richtiges gearbeitet in ihrem Leben, die den Tatort gucken und sich dann über Varoufakis aufregen, und diese deutschen Spießer sorgen sich um das, was sie für sich und ihre Kinder erarbeitet haben. Böhmermann hingegen hatte eine Karriere mit Rumblödeln und dummen Sprüchen gemacht, bezahlt durch GEZ-Zwangsgebühren. In der Privatwirtschaft wurde er abgelehnt. Da fürchtete er, nichts zu verdienen. Also ging er zu den Öffentlich-Rechtlichen. Wir Deutschen haben Griechenland lange querfinanziert, es funktioniert nicht. Wir Deutschen haben ebenfalls Schuldenberge und wenn Dinge anfangen zusammenzubrechen, dann besteht die Gefahr, dass Gewalt ausbricht. Aus verschiedensten Richtungen. Wir Deutschen sollten messerscharf aufpassen, was mit dem Geld passiert. Hat sich Böhmermann gedacht, oh, ich muss jetzt Varoufakis und Syriza verteidigen mit Hilfe einer Lüge? Getarnt als Satire, oh, es ist Satire, ja, ich darf alles, ha, ist ja alles nur Satire. Böhmermann hat doch gar keine Ahnung von Varoufakis und dem Geld und der Politik und er kriegt den Grimme-Preis für eine Täuschungsmanöver, für Desinformation, für Destabilisierung. Vor solchen linken Komikern hat auch jemand wie Roland Bader immer gewarnt. In diesem wundervollen Buch unter anderem. Tot gedacht. Warum Intellektuelle unsere Welt zerstören. Bader ist auch witzig. Also die Libertären können das auch. Und er schreibt hier, das Spielchen begann bereits im Athen des 5. Jahrhunderts vor Christus. Die Komödiendichter missbrauchten die unter der periklesischen Herrschaft bestehende Redefreiheit, um Perikleses Privatleben und seinen Freundeskreis zu besudeln. Und damit ausgerechnet, den Mann seelisch zu brechen, der sie ins goldene Zeitalter geführt hatte. Schon im fünften vorchristlichen Jahrhundert wird in Athen und benachbarten Stadtstaaten eine Art Edelkommunismus propagiert und klassenkämpferische Parolen geschwungen. Beim Historiker Will Durant können wir lesen: Demagogen kommen auf, die die Armen auf die Ungleichheit des menschlichen Besitztums aufmerksam machen und ihnen die Ungleichheit der wirtschaftlichen Tüchtigkeit des Menschen verschleiern. Der Arme wird sich angesichts des Reichtums seiner Armut bewusst, brütet über seinen unbelohnten Verdiensten und träumt von vollkommenen Staaten. Also da, heute ist ja auch nicht mehr die Rede davon, naja, das griechische System ist ineffektiv, die erwirtschaften die, die einfach keinen Profit. Wovon Böhmermann ja überhaupt keine Ahnung hat. Und ja, ähm, die Gesetze und die vielen Beamten und dieser ganze linke Rotz äh, sorgt eben dafür, dass sich ja nicht im Minus landen. Und so kann niemand haushalten. Aber damals schon hat man gesagt, nein, das ist die Schuld von denen und von denen und von denen. Heute heißt es hier, das ist die Schuld von den Deutschen. Diese scheiß Deutschen wollen nicht den Geldbeutel weiter aufmachen und sich in Lebensgefahr bringen. Diese scheiß Deutschen. Hier heißt es bei Bader, viele Intellektuelle haben geradezu einen heimlichen Ekel davor, mit all den anderen Massenmenschen um einen Job konkurrieren zu müssen. Deshalb sehnen sie sich oft zurück nach autoritären Gesellschaften, wo der Gebildete und der Vornehme des Geistes, der Haltung und des Standes automatisch zur angesehenen Führungsschicht gehörte. Oder wenn ein Zurück nicht möglich oder aus ideologischen Gründen nicht erwünscht ist, dann arrangiert man sich lieber mit Despotien, wo wenigstens der Parteiintellektuelle und der Indoktrinationsgehilfe mehr gilt als die Herden der Planerfüller. Dass stattdessen in der Marktwirtschaft die Hersteller des Plunders für die Massen zur obersten Einkommensschicht zählen, erfüllt die Gebildeten wie Böhmermann mit Abscheu. Hinter dieser edlen Gesinnung steckt in Wirklichkeit eine tiefe Verachtung für die Massenmenschen der Neuzeit sowie die Furcht und Weigerung, sich mit ihnen messen zu müssen. Es gibt eine zur wechselseitigen Befruchtung führende Verbindung zwischen Angst und Arroganz. Vielleicht ist der Antikapitalismus deshalb das hartnäckigste und am weitesten verbreitete Vorurteil der Intellektuellen. Weil es deren Minderwertigkeits- und Überheblichkeitsgefühle zugleich befriedigt. Und genau das beschreibt der ja Böhmermann in den Interviews. Er sagt: Ja, er, er, er kann eigentlich nichts, er weiß ja immer noch nicht genau, was er heute eigentlich hier treibt. Er dachte sich, als er als äh, junger Erwachsener mit Radio anfing, dachte er sich: Ja, was die Pflaumen da können, da hat es ein bisschen gelabert, das kann ich auch. Also er orientierte sich nach unten und sagte: ja, das schaffe ich auch noch. Und gleichzeitig sagt er, ja, er braucht die Arroganz, er braucht dieses, diese künstliche Überheblichkeit, dieses Überheblichkeitsgefühl, weil sonst funktioniert er nicht richtig.